Hallo und herzlich willkommen am Fluss zu meinem Versuch, ein paar Takte zu Habecks neuem Gebäudeenergiegesetz und der Holzkomponente darin zu sprechen. Das ist, wie wir mitbekommen haben, ein extrem heißes Eisen, wird in der Politik hin und her diskutiert, wird unterschrieben und zugestimmt und dann beschließt man, dass man jetzt doch nicht mehr zugestimmt haben möchte und dann wird es wieder unterschrieben und zugestimmt und dann will man wieder nicht mehr zugestimmt haben und dann regt sich die Bevölkerung auf, Teile davon, große Teile davon, wahrscheinlich eine breite Mehrheit, die da noch nicht so ganz glücklich mit sind und dann kommen aber die Klimaschützer und sagen, ja, aber genauso ist es notwendig oder noch krasser wäre es eigentlich notwendig, dann kommt die politische Realität dazwischen und sagt, ja, aber das ist völlig untragbar für die Gesellschaft, auch wenn es noch krasser notwendig wäre, was ökologisch gesehen, was aus Klimaschutzsicht durchaus der Fall ist. Da wäre noch was viel krasseres als der krasseste Entwurf, den der Habeck jemals rausgehauen hat. Im Grunde sinnvoll, nur ist das halt völlig unumsetzbar, meiner Meinung nach. Das ist also zumindest mit einem gewissen gesellschaftlichen Frieden lässt sich das dann nicht mehr umsetzen. Da wird es dann zu Riesenaufständen und so weiter und Unfrieden aller Art kommen und schwuppdiwupp steigen dann die Umfragewerte von Parteien, die überhaupt keine energieeffizienten, neuen, nachhaltigen Energieformen haben wollen. Ne? Da gibt es so eine Partei, ich glaube mit A fängt sie an, aber vielleicht habe ich auch falsch in Erinnerung. Ja? Das ist also eigentlich ein großes Desaster, dass wir, ja andererseits, ja blöd, ne? Bei der letzten Wahl sah es so aus, als hätte, zumindest würde ich das jetzt mal so interpretieren, jetzt werde ich ganz viel böse Kommentare kriegen. Aber bei der letzten Wahl hatte ich das Gefühl, als gäbe es doch eine einigermaßen breite Mehrheit in der Bevölkerung, dass wir noch ein bisschen bessere Klimaschutzmaßnahmen brauchen. Hatte ich das Gefühl, als wäre das Gesamtwahlergebnis irgendwie so zu interpretieren in Anbetracht dessen, was die einzelnen Parteien damals so vor der Wahl so gesagt hatten und so weiter und so fort. Ja? Nur jetzt, wo es an die Umsetzung geht, gibt es das bittere Erwachen, dass es mehr Klimaschutz halt nicht ohne persönlichen Verzicht geben wird. Das ist eine Tatsache, das hätte ich euch schon vorher erzählen können, das kann so ziemlich jeder, der sich mit dem Thema Klimaschutz auf einer halbwegs wissenschaftlichen Basis auseinandersetzt, prognostizieren, dass das hundertprozentig ohne jeden Verzicht gesellschaftlicher Art, sprich weniger Geld im eigenen Geldbeutel, nicht funktionieren wird. Es ist natürlich unglücklich, dass jetzt Inflation und teure Klimaschutzmaßnahmen dummerweise zusammenfallen müssen, dass da dann auch noch der ganze Corona-Schrott dabei gewesen ist. Da kann man menschlich voll und ganz nachvollziehen, dass dann, da man Corona nicht, beziehungsweise dass jetzt hoffentlich vorbei ist, so mehr oder weniger zumindest, da man es aber nicht mehr wegbekommt und es einem möglicherweise großen Schaden zugefügt hat, großen bis außerordentlich großen Schaden, ist das jetzt erstmal blöd, ne? Mindestens. Ganz, ganz vorsichtig ausgedrückt. So, dann kommt eben die ganze Sache mit der Inflation dazu. Die tut den allermeisten von uns auch sehr bis außerordentlich weh nach irgendwelchen entsprechenden repräsentativen Umfragen, die man dann in der Bevölkerung gemacht hat. So, und jetzt kommt noch so ein Habeck daher, also nur so die rein menschliche Perspektive und will jetzt auch noch, dass du dir eine sündhaft teure Wärmepumpe kaufst, obwohl du ohnehin kein Geld hast, mit der du die bezahlen kannst, die jetzt im Übrigen auch noch viel teurer geworden ist als noch vor ein paar Jahren. So. Und dann ist außerdem noch keiner da, der sie dir einbauen kann, weil die alle völlig ausgelastet sind und bei den Leuten, die sie momentan eine leisten können, gerade eine einzubauen. Das ist ja eigentlich ganz schön, nur ja, wo sollen die ganzen Wärmepumpeninstallateure herkommen? So, und das sind nur einige von den zahlreichen Problemen, die wir politischer Art eben in der ganzen Diskussion um ja, die Effizienz unserer Heizsysteme nationaler Art sozusagen haben. Ist also wirklich ein extrem schwieriges Thema. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich da nichts entscheiden muss und letzten Endes mit Gemeinplätzen wie, ja, es ist halt kompliziert, sozusagen davon komme, weil keiner von mir erwartet, dass ich jetzt mit einer Lösung um die Ecke komme. Von daher habe ich da großes Mitgefühl, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem Herrn Habeck, der halt mit einer Lösung um die Ecke kommen muss oder am besten soll oder sollte oder sich das scheinbar selbst auch vorgenommen hat. Ja, ich bin nicht mit allem zufrieden, weil das gelaufen ist, gar nicht. Aber rein menschlich gesehen habe ich einen großen Respekt davor und ein großes Mitgefühl, weil irgendwer muss das machen, meiner Meinung nach. Und ich finde auch, dass wir sowas brauchen, weil halt eben der Gebäudesektor, was den Energieverbrauch angeht, eine riesen Hausnummer ist. Der hat auch ganz viele Hausnummern, das ist ja der Gebäude.
Und da muss dringend was getan werden. Dringend, weil sonst können wir das mit der CO2-Neutralität in diesem Jahrhundert vollkommen vergessen. Ja, das ist völlig utopisch. Und natürlich ist es ist erstens die effizienteste Sache. Sämtliche Gebäude von jetzt auf gleich dämmen wäre, abgesehen davon, dass das nicht möglich ist, wäre das die krasseste Einzelmaßnahme, die wir als Deutschland machen könnten, um unseren nationalen CO2-Ausstoß massiv zu senken. Ja, nicht das Tempolimit, das wäre auch ein bisschen hilfreich, aber verglichen mit allen anderen erdenklichen Maßnahmen, wirklich alles, kompletten Wald unter Schutz stellen und so weiter, ist alles längst nicht so wirksam wie eine sofortige Dämmung sämtlicher Häuser, zum Beispiel. Ja? Und ein erster Schritt in diese Richtung, im Sinne von, okay, eine sofortige Dämmung kriegen wir nicht hin, dann nutzen wir doch zum Beheizen unserer schlecht gedämmten Häuser dann zumindest eine halbwegs regenerative Energiequelle. Das wäre jetzt so rein aus logischer, technischer, naturwissenschaftlicher Sicht, sofern man dann einen politischen Willen hat, was gegen den Klimawandel zu tun. Das ist immer die Grundvoraussetzung. Wen das nicht interessiert, den wird das ganze Thema alles auf den Keks gehen, ne? Und er mit allem nicht einverstanden sein, weil es ist ja gar nicht notwendig, irgendwie gegen den Klimawandel vorzugehen, der die ersten riesigen Waldbrände dieses Jahr schon hervorgebracht hat, davon mal abgesehen. Gut, jedenfalls ein Riesenbrett, ein Riesenthema. Und mein Konsens mit der aktuellen Politik besteht darin, dass wir da dringend irgendwas tun sollten. Die Art und Weise dann bitte schön klar kommunizieren, das hat der Herr Habeck ja schon mal hinbekommen, dass er für relativ klare Kommunikation bekannt war. Die ist jetzt irgendwie ein bisschen verloren gegangen und das stört mich doch sehr. Wäre schön, wenn das wieder ein bisschen besser ablaufen könnte. Und zweitens, bei vielen Dingen, die da drin stehen, kann ich es nicht beurteilen. Aber drittens, und das wird jetzt uns die nächsten Minuten beschäftigen, halt beim Holzthema schon. So. Und das bringt uns jetzt zum Kern, des Pudels Kern, Mephisto, ne? Faust, Goethe und so weiter. Was ist des Pudels Kern? Da hockt der Mephisto drin, der ist nämlich der Pudel, hat sich als der Pudel getarnt, also für diejenigen, die Faust nicht gelesen haben. Die drei, die meiner Zuschauer, die das nicht kennen, weil wir sind ja nur alles gebildete Leute hier und so weiter, ne? Gut, wie dem auch sei, jedenfalls Holz. Ursprünglich war es so, dass Holzheizung, egal ob Pellet, Hackschnitzel oder sonst was, also Scheiteholz, das sind ja schon die drei, zu den Heizungen gezählt werden, die noch zu einem Drittel betrieben werden dürfen. Und man muss zu 66% seiner Heizleistung, wie auch immer das genau berechnet wird, meistens vom Vorjahresverbrauch und so weiter, muss man aus regenerativen Energiequellen bringen. Ja, und tatsächlich wurde in irgendeinem Entwurf dieses ganzen Dings meines Wissens Holz mal nicht als regenerative Energiequelle angesehen. Diese 33% des Holzes, wie gesagt, das wäre noch drin gewesen, aber mehr auch nicht. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Vielleicht war es auch anders, so ganz kapieren tut da wirklich, das steigt ja kein Mensch mehr durch. Ist auch nicht so wichtig. Die aktuelle Version jedenfalls, die jetzt gerade diskutiert wird, die nachgebesserte Version, die beinhaltet, dass Holz immer diese 66% regenerative Energiequelle-Geschichte erfüllt. Soll heißen, wer noch mit Holz heizt oder wer in Zukunft vorhat, mit Holz zu heizen, der ist aus dieser, du musst 66% deiner Energie aus regenerativen Quellen und so weiter und so fort bringen, Regelung raus. Das betrifft den nicht mehr, der ist quasi jetzt schon grün, nachhaltig am Heizen. Ja, so. Und wir haben uns ja schon mal ganz lange darüber unterhalten, inwiefern Heizen mit Holz denn jetzt nun klimaneutral ist oder nicht. Da gibt es ja durchaus verschiedene Meinungen, die man dazu haben kann. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen und wenn ich dran denke, verlinke ich euch da sogar noch ein paar Videos von mir zu dem Thema. Heizen mit Holz ist dann eine gute Idee. Hundertprozentig klimaneutral ist es nie, weil da immer das Holz noch irgendwo hin transportiert werden muss. Und für den Transport brauchst du eine große Maschine und die läuft nun mal mit Diesel. Und damit hast du immer ein gewisses Maß an CO2-Emissionen. Aber das ist in der verglichen zur Menge an Holz, die transportiert wird von der großen Maschine mit Diesel, ne LKW, ist das vergleichsweise gering. Also schon ein ganz guter Wert letzten Endes, aber nie hundertprozentig neutral. So, und das nächste ist, dass man, wenn man Holz verheizt, da hat man halt nicht gleichzeitig ein Haus draus gebaut. So, und das ist jetzt der entscheidende und springende Punkt. Wir werden in Zukunft in der Forstwirtschaft definitiv an jedem Hebel drehen, den die Forstwirtschaft so hat zum Drehen. Das zeichnet sich heute schon ab, das passiert zum Teil und das wird immer mehr passieren.
vielleicht nie ganz vollständig, aber doch zu einem sehr, sehr großen Anteil der deutschen Forstwirtschaft, werden wir versuchen, Bauholz, also hochwertige Hölzer, die als Konstruktionsholz für Gebäude, für Dachstühle, für tragende Elemente eines Gebäudes verwendet werden können, zu produzieren. Ja, in die Richtung geht's. Konstruktionsholz ist das neue Holz der Zukunft, was aus unseren Wäldern kommen soll, und das ist auch gut so, ja, definitiv. Idee dahinter ist erstens, wenn wir mit Holz bauen, müssen wir nicht mit Beton und Stahl bauen oder zumindest weniger, und beides ist jetzt nicht gerade so gut fürs Klima. Und zweitens, wenn wir mit Holz bauen, ist das CO2, das im Holz steckt, ganz lange im Gebäude, also das da jetzt nicht unbedingt, aber es ist halt ein Gebäude, deswegen zeige ich da jetzt drauf, gespeichert. Ja? Und damit ist es nicht in der Atmosphäre. Und das ist in zweierlei Hinsicht was Gutes. Das heißt, wir haben erstens einen geringeren Ressourcenverbrauch, eine geringere CO2-Ausgabe, also Auspustung für Gebäudebau, wenn wir es aus Holz bauen. Und zweitens, das Gebäude selber ist ein CO2-Speicher. Das macht Bauen mit Holz nahezu unschlagbar toll. Es bleibt nur das Problem, wo kommt das Holz dafür her? Und das ist der wesentliche Knackpunkt bei dem ganzen Thema. Und wenn wir jetzt also sagen, wir wollen den Wald dahingehend bewirtschaften, dass er möglichst einen hohen Anteil solcher Konstruktionshölzer produziert, dann kann der Wald halt nicht gleichzeitig auch noch einen hohen Anteil von Brennhölzern produzieren. Das geht nicht. Ja? Wenn wir, sagen wir mal, bestenfalls, absolut bestenfalls, 50% Konstruktionsholz aus dem Wald rausholen. Das ist nahezu utopisch, das werden wir nicht schaffen. Aber jetzt tun wir einfach mal so, als wäre das möglich, dann bleiben noch 50% andere Hölzer im Wald übrig. Was ist denn das dann so? Naja, das sind zum Beispiel Hölzer, die nicht halt keinen tragenden Balken mehr hergeben, aber grundsätzlich noch ganz brauchbare Qualität haben, um daraus irgendwelchen Zellstoff herzustellen für Papier, Karton, damit Amazon weiter unsere Pakete verschicken kann, oder Klopapier, vielleicht auch ganz sinnvoll, wobei der Holzanteil da drin immer weiter zurückgeht, das ist immer mehr Altpapier und zwar, das ist auch ganz schön, aber auch für Altpapier, irgendwo muss neues Papier herkommen, damit man weiter Altpapier haben kann, weil Klopapier nochmal recyceln, das ist eher schwierig, ne? Und so weiter und so weiter. Wir kriegen also eine relativ breite Palette von so Semi-Nutzhölzern sozusagen, übrigens auch nochmal einen gewissen Anteil innerhalb der 50% hochwertigen Hölzer, die dann als Möbelholz taugen, ist ja egal, ob du jetzt einen Tisch hinstellst oder ein Haus hinstellst, sofern der Tisch immer schön weitervererbt wird, es muss ein sehr schöner Tisch sein, ist auch da das CO2 drin gespeichert und der Tisch besteht nicht aus Plastik oder Beton oder was es da sonst noch für lustige Tischideen gibt. Oder Glas, vom Energieverbrauch her auch scheiße. Glas herstellen brauchst du unglaublich hohe Temperaturen. Der Rohstoff, Silizium größtenteils, ist zwar völlig überall zu haben und relativ billig und wird auch nie alle gehen, das ist der Hauptbestandteil der Erdkruste, Silizium. Also ist relativ viel vorhanden, ne? Das ist nicht das Problem. Das Problem ist wirklich der Energieverbrauch. Wie auch immer, jedenfalls, dieser hochwertige Holzanteil, der ist halt dann auch zu schade zum Verbrennen. Das heißt, unser Brennholz muss jetzt aus dieser anderen Hälfte Holz stammen, wo wir aber bereits unser Papier, unsere Dämmstoffmatten zum Beispiel aus Holzwolle hernehmen, die wir brauchen für die Gebäudedämmung, für den Rest vom erneuerbare Energien, Gebäudegedönsgesetz da, damit das alles auch gut funktioniert und so weiter und so fort. Damit die Wärmepumpen gut laufen und solche Späße. Ja, das bedeutet also, im Gesamtholzaufkommen von Deutschland bleibt nur noch wenig Holz übrig, das wir als Brennholz nutzen können. Ein bisschen Brennholz wird es immer geben, weil es gibt keine Forstwirtschaft, die keine Reste produziert. Da wird immer mal ein Baum umfallen, der schlechte Qualitäten hat, der so viele Äste hat, der so ein minderwertiges Holz hat, wo der Pilz schon drin ist, wo der Käfer schon drin gewesen ist, wo man das Holz wirklich für nichts anderes mehr brauchen kann, als es zu verheizen. Und just in dem Moment haben wir mal nachhaltiges Brennholz bekommen. Weil es gibt keine bessere Verwendung. Und bevor du es jetzt im Wald liegen lässt und dann verrottet ist, was du mit einem gewissen Anteil auch tun solltest, um die standortliche Nachhaltigkeit sicherzustellen, kannst du da dann auch mal einen Stamm, sagen wir mal, vielleicht 80% der Stämme, die im Wald an Brennholz anfallen, nutzen wir auch tatsächlich als Brennholz. 20% der Stämme, die das könnten, lassen wir liegen, damit eben auch noch ein bisschen Holz im Wald bleibt, das verrotten kann, für Käfer, für Pilze, für
Nährstoffe, die in den Boden zurückgeführt werden und so weiter und so weiter. Da kann man sich auch durchaus streiten, ob das nicht lieber 30-70 sein sollte oder 50-50. Je nachdem, wen man fragt, wird man da andere Antworten bekommen. Ich persönlich wäre so beim 20-80 ganz zufrieden. Ein 70-30 fände ich auch noch ganz schön. Also ein 30-70 so rum. Ja, aber ja, jedenfalls ein kleiner Rest Hölzer, die für nichts anderes mehr taugen. Das ist unser nachhaltiges Brennholz, was in Deutschland aus dem Forst immer kommen wird. So, und das ist eine Menge, die war früher schon nicht unendlich hoch und die ist heute nicht unendlich hoch und die wird in Zukunft noch geringer werden. Ja, und das ist der Knackpunkt. Weil wenn jetzt, und das ist auch der Grund, weshalb ursprünglich in der Ursprungsidee von dem Gesetz vom Habeck Holz eben nicht als regenerative Energiequelle im Sinne des Gebäudeenergiegesetzgedönses gegolten hat, einfach weil aus einem Bestandsgebäuden, also die jetzt schon eine Holzheizung haben, die hätten das wohl weiter nutzen dürfen, das wäre auch weiter okay gewesen, weil wir werden in Zukunft nicht unendlich viel Holz haben. Und wenn die Vorräte an nachhaltigem Holz aus der deutschen Forstwirtschaft, das man guten Gewissens verheizen kann, weil das dann eine dufte Sache ist, weil es keine bessere Verwendung dafür gibt, und dann heizen besser ist als überhaupt keine Verwendung und es dann halt doch ein nahezu fast CO2-neutraler Brennstoff ist und super toll für unsere Energieversorgung von Gebäuden, die man anders gar nicht mit Energie versorgen kann, weil man niemals eine Wärmepumpe da einbauen kann, wie zum Beispiel da hinten, abgesehen davon, dass das eine Ruine ist und langsam vor sich hin vergammelt. Wenn du da eine Wärmepumpe einbauen würdest, ahahaha, vergiss es, funktioniert niemals, ist viel zu schlecht isoliert. Mit einem riesigen Feuer in der Mitte, abgesehen davon, dass es dann abbrennt, könnte man das Ding aber ansonsten theoretisch beheizen. Ja, oder mit einer riesigen Holzkessel-Feuerungsanlage könntest du das Ding auch beheizen. Wäre halt einfach nur eine Frage der Menge und wäre völlig idiotisch und da wohnt sowieso keiner. Außer so ein paar Urbexer, die irgendwie da durchrennen, durch die Decke brechen und dann tot sind. Ist leider schon vorgekommen. Egal. Jedenfalls, ne, das würde technisch gesehen gehen. Wärmepumpe nicht in 1000 Jahren. Das funktioniert einfach von der Technologie her nicht. Dafür muss ein Gebäude gut gedämmt sein. Altgebäude, unter Denkmalschutz stehende Gebäude, Gebäude, wo du aus sonstigen Gründen keine nennenswerte Dämmung einbauen kannst, die aber trotzdem eine Kirche meinetwegen, die eine gewisse Heizung braucht, damit da die Gläubigen nicht allzu sehr leiden müssen beim Beten, ja? Zum Beispiel. Das wäre alles ein Thema, wo man dann halt eine Alternative zu einer Wärmepumpe bräuchte. Eine Kirche kriegst du auch niemals mit einer Wärmepumpe beheizt. Ja? Und da ist dann sinnvollerweise in einer perfekten Welt jetzt folgende Aufteilung sinnvoll, nämlich überall, wo eine Wärmepumpe geht, weil die ist von der Energieeffizienz, vom Wirkungsgrad her und der Wirkungsgrad ist der entscheidende Faktor, der uns bei Fragen der Energieversorgung in Zukunft beschäftigen sollte. Der entscheidende Faktor. Erstens ist es grün, sprich regenerativ, nicht fossil. Das ist Frage Nummer 1. Und Frage Nummer 2, wie hoch ist der Wirkungsgrad? Beispiel E-Fuels. E-Fuels sind regenerativ und von daher nachhaltig und haben auch keinen zusätzlichen CO2-Ausstoß, wenn man die richtig herstellt und so weiter, das ist alles dufte. So, wie hoch ist der Wirkungsgrad? So irgendwas zwischen 13% und 20%, also katastrophal scheiße. Ja? Wie hoch ist der Wirkungsgrad bei einer Wärmepumpe? Ich glaube irgendwas über 90. Das ist übrigens auch bei einer Pelletheizanlage der Fall. Auch die erreichen tatsächlich über 90% Wirkungsgrad. Von daher dufte, nur musst du halt das Holz dafür haben. Bei einer Wärmepumpe, was brauchst du dafür? Umgebungstemperatur. Ist die immer da? Jep. Und das ist halt der Knackpunkt. Ja? Du brauchst ein bisschen Strom, um Wärme von draußen nach innen zu transportieren. Eine Wärmepumpe erzeugt keine Wärme, die macht nichts heiß, sondern die holt Wärme von wo sie keiner braucht, draußen, nach innen, wo sie halt dann gegebenenfalls nützlich sein könnte. Da gibt es übrigens jetzt auch schon interessante Vermutungen, dass global ganz viel Wärmepumpe bauen zu einer Abkühlung der Welt führen könnte, weil wir so viel Wärme von außen nach innen transportieren. Das ist völliger Mumpitz. Ja, die Energie kann ja nicht verschwinden, die wird ja nur woanders hingebracht und entweicht dann ja auch irgendwann durch ein noch so gut isoliertes Gebäude auch wieder nach draußen und schwuppdiwupp ist sie wieder da. Also das ist völliger Mumpitz. Aber ich finde es interessant, was es da für schöne Überlegungen zu gibt. So, ja, also, was wir aufgrund des hohen Wirkungsgrades und der Tatsache, dass keine zusätzliche Ressource benötigt wird, mit einer Wärmepumpe machen könnten in einer perfekten Welt, abgesehen davon, dass die Dinger arschteuer sind und nicht genug Leute da sind, die sie einbauen. Das weiß ich alles auch. Ihr werdet es mir gleich in die Kommentare schreiben.
Da wäre das schön, wenn wir das auch wirklich überall machen könnten, wo es geht. Wo es halt nicht geht, da kommt dann halt Holz oder theoretisch eine Wasserstoff-Gasheizung oder eine Methan-Biomethan-Gasheizung ins Spiel oder ein Holzheizkessel oder Geothermie oder Fernwärme. Oder Fernwärme ist sowieso immer auch dann eine gute Idee, wenn eine Wärmepumpe funktionieren würde, sofern man sich das zu beheizende Gebäude halt irgendwo befindet, wo Fernwärme verfügbar ist. Zum Beispiel hier bei mir im Nirgendwo, keine Chance. Fernwärme kannst du hier vollkommen knicken. Kommt von nirgends, geht nirgendwo hin, macht keinen Sinn. Ja? Zum Beispiel für so ein altes Gebäude, wie gesagt, abgesehen davon, dass es eine Ruine ist, nehmen wir mal an, da würde jetzt jemand drin wohnen wollen, dann Wasserstoff, Methan, Holz. War es das mehr oder weniger? Geothermie haben wir hier auch nirgends. Das ist ja auch nochmal ein Thema, wenn du zufällig aus dem Vulkan wohnst oder neben dem Vulkan und solche Späße, dann hast du da auch noch große Vorteile. Ja, so, und hier ist der Knackpunkt, weshalb es eben vielleicht problematisch sein könnte, dass in der modernen Version, verbesserten Version von diesem Gesetz vom Habeck, eben Heizen mit Holz als super quasi gilt und mehr oder weniger auch in Zukunft weiterhin problemlos möglich sein wird, bedeutet halt, dass wer sich keine Wärmepumpe leisten kann, der vielleicht auf die Idee kommt, lieber mit Holz zu heizen, was rein von der Installation der entsprechenden Anlagen und so weiter und so fort deutlich günstiger kommt und die Installateure dafür tendenziell ein bisschen besser verfügbar sind momentan als für Wärmepumpen. Das heißt, schlimmstenfalls könnte es theoretisch sein, dass jetzt ganz viele Leute eben auf die Idee kommen, sich eine Holzheizung einzubauen und zum Beispiel einen Neubau oder einen Altbau auf Holzheizung, Ölholzung raus, Holzheizung rein. So. Das Problem ist jetzt, dass damit natürlich der nationale Brennholzbedarf steigt. Und wie eingangs erklärt, gibt unser Wald in Zukunft nur noch eine relativ kleine, begrenzte, konstante Menge an Brennholz ab. So, und nur dieses nationale, sinnvoll ohnehin anfallende Brennholz, so quasi als letztes Produkt in der Wertschöpfungskette aller Produkte, die aus dem Wald kommen, quasi der Abfall, wenn man so will, das Restprodukt der Forstwirtschaft, das wird dann auf einmal ein gefragtes Gut sein. Ja? Und dann könnte es passieren, dass jemand auf die Idee kommt, Holz, das eigentlich als Dämmstoffmatte zum Beispiel, Dämmstoffmatte, geeignet wäre, mit dem man die Gebäudedämmung eines Gebäudes voranbringen könnte, das hinterher mit der Wärmepumpe versorgt werden kann, was von der Energieeffizienz her dann wieder alles dufte wäre. Und man hätte mit der Dämmstoffmatte aus Holz sogar noch CO2 im Gebäude gespeichert. Also alles ganz, ganz toll. Das könnte dann möglicherweise schwierig werden, weil es für denjenigen, der dir die Dämmstoffmatte verkauft, interessanter ist, das Holz, was er für die Dämmstoffmatte braucht, lieber als Brennholz zu verhökern, weil zu viele Leute entschieden haben, dass sie doch lieber nachhaltig mit Holz heizen wollen. Nur, dass halt eben mit Holz heizen nur bis zu einem gewissen Grad auch wirklich noch nachhaltig ist. Steigt eben die Nachfrage an Brennholz über das Niveau, dass wir nachhaltig aus unserem eigenen Wald liefern können an, dann bedeutet das, entweder, habe ich ja gerade gesagt, wir verheizen Holzprodukte, die nicht verheizt werden müssten, wo eine andere Verwendung sinnvoll wäre, oder wir importieren Holz aus dem Ausland. So. Und je nachdem, woher wir das dann importieren, das werden einfach logischerweise unsere Nachbarländer sein, weil Holz zu transportieren ist teuer über lange Transportwege und irgendwann, egal wie billig das in Ostpolen zum Beispiel eingeschlagen wird oder ganz hinten in Tschechien oder solche Orte, irgendwann wird durch den langen Transportweg das auch sauteuer. Wenn es zum Beispiel, nehmen wir mal an, es gäbe jetzt gerade keine Probleme mit Russland, wenn du das aus Hintersibirien einschlägen lässt und dann bis Deutschland transportieren, dann musst du es da schon für wirklich quasi kein Geld eingeschlagen haben mit Sklavenarbeitern durch die Holzmafia, die es da durchaus gibt. Ja, das ist also durchaus realistisch, das geht, das kann man machen. Damit sich der Transport dann immer noch rechnet, dass du immer noch ein billiges Holzprodukt bekommst und die Mafia sich immer noch ins Fäustchen lacht und immerhin weiterhin schön Geld verdient. So, und dann hast du jetzt immer noch günstiges Brennholz und denkst vielleicht sogar, du würdest nachhaltig heizen, verbrennst dir aber gerade 300, 400, 500-jährigen sibirischen Urwald zum Beispiel
damit du halt keine Wärmepumpe hast einbauen müssen. Ne? Menschlich ist das voll und ganz nachvollziehbar. Ja? Und ich würde, wenn ich mit Holz heizen würde, wenn ich überhaupt was hätte, wo ich mit Holz heizen könnte, würde ich da auch sehr gerne mit Holz heizen. Das würde wunderbar in mein Weltbild und so weiter und so fort passen. Und ich hätte auch Spaß am Holz kleinhacken und so weiter und so fort. Das kann man alles nachvollziehen. Ja? Aber wir müssen uns klar machen, man kann Holz nur in einem gewissen Radius um die Quelle, wo es verbrannt wird, überhaupt sinnvoll transportieren, weil irgendwann sind die Transportkosten so hoch, dass du halt wieder zur Wärmepumpe greifen musst, damit du effizienter bist. Wirkungsgrad, Wirkungsgrad, Wirkungsgrad. Das Heizsystem verwenden, das den höchsten Wirkungsgrad hat, wäre naturwissenschaftlich gesehen immer die beste Option. Ja? Und das kann Holz sein, das geht, ja? Das kann durchaus, völlig kein Problem. Ja, Holz Hackschnitzelanlagen oder Pelletanlagen, die haben Wirkungsgrade jenseits der 90%, möchte ich nochmal betonen. Ja, wenn man da das Holz über geringe Transportwege hinbekommt und das Holz ist, das niemand vermissen wird, das eben nicht an Tisch hätte werden sollen oder ähnliches, dann ist das alles Dufte unter diesen Gegebenheiten. Wenn das Holz aus halb um die Welt gefahren werden muss, dann nicht mehr. So, und das heißt auch rein ökonomisch gesehen, ja, deutsches Holz wird allein durch die Nachfrage, die ja steigen wird, wenn jetzt jeder sich eine Holzheizung einbaut, irgendwann so teuer, dass sich dann eine Holzheizung rechnerisch auch nicht mehr rechnet, zumal Strom, das will jetzt keiner hören, das wird mir jetzt auch ein Teil der Bevölkerung nicht glauben, bei zunehmendem Anteil erneuerbarer Energien, die prinzipiell sehr geringe Stückkosten, Produktionskosten für Strom haben, so ein Windrad, das stellst du auf und dann funktioniert es und dann kostet es nicht mehr viel und dann erzeugt es relativ viel Energie. Ja, ich weiß, das glauben jetzt 15 Leute nicht oder eher 150, aber trotzdem, ist so. Ja, und das ist immer günstiger, letzten Endes, oder wird eines Tages günstiger sein, auch wenn da irgendwelche EEG-Umlagen und so ein Scheiß dann endlich mal weg sind, die für erneuerbare Energien nämlich ein Problem darstellen, lassen wir das, dann ist Holz irgendwann sackteuer im Vergleich zu was anderem. Und dann wird man sich später dann halt doch irgendwann ärgern, sofern man nicht einen eigenen Wald hat, dann kann man das natürlich immer machen, klar, kein Thema. Ja, dann wird dann Holz das kosten, was du an Arbeit hast, um es bei dir in den Ofen zu tragen und reinzuschmeißen, zu spalten und so weiter und so fort. Das ist natürlich überhaupt kein Thema. Aber für alle, die ihr Holz ausschließlich kaufen müssen, wird das irgendwann sauteuer. Ja? Und da ist es jetzt letzten Endes egal, ob man jetzt schon Holzheizungen im Neubau verbieten würde, was meines Wissens gar nicht geplant war, also de facto nicht wirklich als Verbot geplant war, auch wenn es darauf hinauslaufen würde mit dieser 33%-Regelung zu 66%-Regelung, dann ändert das dann, ja, das wäre eine Möglichkeit. Damit hast du dann jetzt automatisch die Nachfrage auf Holz, nach Brennholz, auf den aktuellen Level gekappt. Ja? Und die wird nicht mehr groß ansteigen, weil bei Neugebäuden ja keine neue Holzheizung mehr eingebaut werden kann. Das heißt, der Nachfragelevel würde höchstens noch ein bisschen steigen, weil manche Leute im Altbau beschließen, statt einer Wärmepumpe jetzt doch noch mal eine Holzheizung einzubauen. Aber die Nachfrage geht nicht durch die Decke. Lässt man die Holzheizung als völlig legitime Option weiterhin zu, dann könnte es eben passieren, dass viele Leute eine einbauen, die Nachfrage steigt und dann passieren eben die entsprechenden Probleme. Der Holzpreis passt sich der Nachfrage an, das heißt auch der steigt. Umso mehr, dass sich das Angebot an Holz, nationales Holz, gutes Holz, nachhaltiges Holz, eher reduzieren wird. So, und das sind jetzt ein paar Basics der Volkswirtschaftslehre. Hast du fallendes Angebot, steigende Nachfrage, dann hast du einen noch viel stärker als Nachfrage steigenden Preis, weil das ein knappes Gut ist, das umso knapper und umso begehrter, umso teurer wird. Ja, das ist wirklich Ökonomie für Dummies, in Anführungszeichen. So, und da ist es jetzt völlig Wurst, ob das passiert dadurch, dass jetzt jeder Dödel sich, in Anführungszeichen, ja, ich weiß, ich sag das immer so böse und dann regt sich immer irgendwer in den Kommentaren drüber auf. Also jeder nicht allzu reflektiert, regelmäßig meine Videos guckende Mensch, der sich nicht zu intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat, der kommt auf die Idee und baut sich seine Holzheizung ein, weil das ja jetzt weiterhin erlaubt ist und denkt sich, wunder was, wie toll er jetzt ist und wie nachhaltig.
und wie gut das funktionieren wird, und wird dann überrascht sein vom völlig unkontrolliert durch die Decke gehenden Holzpreis für inländisches Holz und wird, wie gesagt, das Problem einfach woanders hin verlagern. Unser Wald mag dann sich trotzdem toll entwickeln, weil wir nicht mehr inländisches Brennholz schlagen, als sinnvoll aus unserem Wald kommen wird, und das dann halt zu diesem Preis da verkaufen. Für diejenigen, die es sich leisten können, und alle anderen, denen ist das egal, wie die importieren ihr Holz aus Ostsibirien. Ne? Und damit haben wir dann letzten Endes für die Natur, für die Nachhaltigkeit, für eine ressourceneffiziente Zukunft überhaupt nichts gewonnen. Und daher, es ist schlicht egal, die Folgen sind dieselben. Jetzt einen Holzheizungsausbau verbieten, dann bleibt es auf dem gleichen Niveau und funktioniert hierzulande einigermaßen, und dann darf halt keiner mehr mitmachen, außer die, die es jetzt schon tun. Auch jetzt müssen wir schon Brennholz importieren. Das funktioniert immer jetzt schon nicht mit dem Bedarf, der inländisch als gutes Brennholz in Anführungszeichen bereitgestellt wird. Ja? Oder wenn man es halt eben nicht begrenzt, dann begrenzt sich es automatisch durch den Holzpreis und dann kommt wieder das Exportholz vom Ausland dazu. Ja? Daher, da kannst du dir aussuchen, welchen Weg du falsch machen möchtest, in Anführungszeichen. Und drum halte ich es nicht für eine gute Sache, dass jetzt quasi die Holzheizung sozusagen in dem neuen Entwurf freigegeben wurde. Und das blöde Gebäudeenergiegesetz bleibt weiterhin Streitthema und ist unglaublich kompliziert. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal erwähnen, wie dankbar ich bin, dass ich da nichts entscheiden muss. Erklären habe ich schon das Bedürfnis. Entscheiden bin ich froh, dass ich das nicht muss. Ne? So, Frage. Gab es da jetzt in meiner Argumentationsweise irgendwelche logischen Verständnislöcher, oder habe ich irgendwas schlecht argumentiert, oder habe ich was nicht richtig verstanden, oder habe ich mir das entsprechende Papier nicht ausführlich genug durchgelesen und habe da was Fundamentelles verpennt, dann teilt mir das bitte gerne in den Kommentaren mit. Bin da für jede Kritik dankbar, weil es ist, abgesehen von der Holzgeschichte, damit kenne ich mich ja aus, aber der Rest ist nur bestenfalls mein erweitertes Fachgebiet, wenn überhaupt. Ja, daher wäre ich da wirklich sehr, sehr dankbar, wenn ihr mir da diesbezüglich weiterhelfen könntet, falls ihr da was anzumerken habt. Und ich freue mich natürlich auch über jemanden, der meine Logik nachvollziehen kann und mir mitteilt, dass das verständlich gewesen ist und das Problem verstanden wurde und als existent wahrgenommen wurde. Ja, das ist ja das Nächste. Man muss es ja nicht als Problem sehen. Ja? Aber die ökologischen Auswirkungen eines Holzexportes auch sonst wo, weil wir versuchen quasi selbst als Deutschland eine Insel der Nachhaltigkeit zu sein, indem wir unsere Ressourcen einfach woanders herholen und selber keine mehr verbrauchen, das ist global gesehen dann völlig für den Eimer, weil damit kriegen wir auf keinen Fall irgendwas gestoppt. Ja, weder die Entwaldung noch, sofern die dann überhaupt stattfindet, da kann man sich streiten, kommt drauf an, welche Wälder, Urwälder, definitiv Entwaldung, baumbewachsene Fläche weltweit nicht unbedingt, die nimmt nicht wirklich ab. Ja, aber zumindest die Urwälder, die tun es, und das ist schon eher das Problem als die Tatsache, dass es keine Bäume mehr gäbe oder sowas in die Richtung. Gut, wie dem auch sei, ich hoffe, ist klar. Und ich möchte es dann an der Stelle auch bewenden lassen, weil es ist eh schon ein ekliges Thema. Da muss ich nicht auch noch länger drüber reden. Wie gesagt, bin gespannt, was ihr davon haltet. Macht's gut, bedanke mich fürs Reinschauen und für hoffentlich eine mit gepflegtem Umgangston geführte Diskussion. Tschüss.